Nochmal herzlich willkommen, lieber Herr Professor. Ja, Ihre Vita, bitte sehr. Ihre Vita ist so umfassend, dass ich mich auf ein paar Auszüge beschränke, weil sonst würde die Hälfte der Zeit schon sozusagen vergangen sein. Ja, nach einigen beruflichen Stationen sind Sie mit 35 Jahren erstmals zum Staatsrat in Hamburg durch den damaligen Bürgermeister Forscherau ernannt worden. 6 Jahre später, dann 1990 ebenfalls in Hamburg, haben Sie Hamburg im Zusammenhang mit dem Einigungsvertrag vertreten. Dann 1991 sind Sie Umweltsenator in Hamburg geworden. Und danach, das finden, glaube ich, alle Anwesenden hier sehr gut, sind Sie in die freie Wirtschaft gegangen, weil das machen die meisten Politiker nicht. Und haben dort bei namhaften Unternehmen Führungspositionen sich dem Thema erneuerbare Energien gewidmet. Und heute beschäftigen Sie sich ebenfalls damit in der Funktion als Aufsichtsrat. Und das bringt mich jetzt zu dem Thema, die große Energiekrise und wie Sie sie bewältigen können. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, für viele Ihrer Aktivitäten ist die Frage der Energieversorgung von zentraler Bedeutung. Ich bin Aufsichtsrat der Aurubis. Da können Sie sich vorstellen, für einen Kupferkonzern, für einen Stahlkonzern, für einen Aluminiumkonzern, für die chemische Industrie ist die Frage wettbewerbsfähiger Energieversorgung von zentraler Bedeutung. Das betrifft sowohl die Öl- und Gaspreise, aber insbesondere die Strompreise. Und wir haben, wie Sie alle wissen, nicht nur ein Stromproblem. Wir haben auch ein Gasproblem oder umgekehrt, wir haben nicht nur ein Gasproblem, sondern wir haben auch ein Stromproblem, anders als das Bundesminister Habeck am 16.07. der Öffentlichkeit erklärt hat. Und warum wir das haben, das versuche ich Ihnen an dieser Merit Order, die meisten von Ihnen wissen, worum es dabei geht, zu erläutern. Das ist ganz wichtig, damit man so ein bisschen versteht, wie Strommärkte funktionieren. Sie sehen hier aufgereiht nach ihren Erzeugungskosten, die verschiedenen Kraftwerkstypen. Sie sehen hier ganz links, das preiswerteste ist die Kernenergie. Die kann für 1 bis 2 Euro Cent Strom produzieren. Und in diesen 1 bis 2 Euro Cent ist auch die Entsorgung und der Wiederabbau des Kernkraftwerkes inkludiert. Dann kommt die Braunkohle, die hier mit 10 Euro Cent, also 100 Euro pro Megawattstunde da ist, deswegen eigentlich normalerweise auch nur 2 bis 3 Euro Cent kostet, aber wegen des CO2-Preises schon etwas teurer ist. Dann kommt die Steinkohle und dann kommt das Gas. Und Sie sehen, das war sozusagen die Situation vor einigen Jahren. Und am Wochenende oder im Sommer kommen wir mit 30.000 Megawatt in Deutschland klar. Dann ist der Preis, wie Sie sehen, hier. Wenn wir natürlich einen hohen Bedarf haben, dann müssen teure Gaskraftwerke hinzugeschaltet werden und die erhöhen den Börsenpreis. Und hier habe ich Ihnen mal für die Mitte des Jahres dargestellt, was passiert, wenn man, was die Politik in Deutschland ja gemacht hat, wenn man Braunkohlekraftwerke und Kohlekraftwerke, die preiswerten, abstellt und dann auch noch die Kernenergie halbiert, dann rückt die Merit Order ganz einfach nach links. Und das teuerste Kraftwerk macht den Preis. Das ist genau in diesem Jahr passiert. Und umgekehrt könnte man sagen, wenn man diese noch bestehenden 6 Kernkraftwerke wieder nach dahin schieben würde, wenn die Kohle wieder ans Netz kommen würde, würde es uns gelingen, die Preise zu senken. Ich sage das nur deswegen, weil Sie alle noch im Kopf haben, 3 Kernkraftwerke, das macht ja nichts.
das bewegt den Preis ja nicht. Da hat wahrscheinlich jemand so eine Mischungsrechnung im Kopf gehabt. So entsteht aber nicht der Preis. Der Preis entsteht genau nach diesem Muster. Und da sind ganz entscheidende Knappheiten, die entstehen, wenn man meint, auf 4.500 Megawatt Kernkraftwerke oder bei den sechsten war es ja dann schon 9.000 Megawatt zu verzichten. Das zweite wichtige Detail, das Sie, glaube ich, mitnehmen sollen, ist, Sie hören das allenthalben, dass wir in einer Energiekrise uns befinden, das liegt an Putin. Und das wird ja für alles und jedes herzuhalten. Aber wie Sie hier sehen, das ist der Börsenstrompreis aus dem Jahre 2021. Die Börsenstrompreise explodierten schon, bevor Putin in die Ukraine einmarschierte. Und das hat seine Gründe, die ich gleich erläutern werde. Entscheidend ist zu sehen, nicht, wir hatten jahrelang einen Strompreis von etwa 50 Euro pro Megawatt. Das ist 5 Euro Cent pro Kilowattstunde. Ich glaube, die nicht Energiefachleute können das besser bewältigen in Eurocent pro Kilowattstunde, dann weiß man, ne, zu Hause hat man ungefähr 30 Eurocent Kilowattstunde als Haushaltskunde, nicht neben den 5 Eurocent, der Rest ist dann staatliche Abgaben und Verteilung. Aber die Börsenkosten sind 5 Eurocent gewesen, jahrelang. Und dann ging das aber los. Und zwar, Sie sehen, irgendwann Mitte des Jahres. Und das hat was zu tun mit der Bewältigung der Pandemie. Während der Pandemie sind reihenweise in Europa Kraftwerkskapazitäten stillgelegt worden, auch schon vorher, das zeige ich Ihnen gleich. 2017, 18 hat man gesagt, Kohlekraftwerke in England 6 Stück, in Deutschland 10 Kohlekraftwerke, 3 Kernkraftwerke, in Spanien ein halbes Dutzend Kohlekraftwerke, in Holland 3 Kohlekraftwerke und man hat es nicht gemerkt im Preis, weil die Nachfrage nach Strom war relativ zurückhaltend und war relativ klein. Und jetzt sprang die wieder an. Die Wirtschaft springt wieder an und will Strom haben, ist aber die Kapazität nicht da und dann geht der Preis unter die Decke. Genau das ist schon in 2021 passiert. Das ist sozusagen, das wäre passiert und wäre auch geblieben, auch wenn Putin nicht einmarschiert wäre. Das heißt, das ist am Ende ein Ergebnis von europäischer Energiepolitik. Dieses Ergebnis ist gewollt gewesen und das werden wir gleich sehen. So, das ist dann weitergegangen. Dann sehen Sie tatsächlich, der Einmarsch in die Ukraine hat dann nochmal den Effekt verstärkt. Sie sehen, im Februar des Jahres 2022 gibt es dann diesen großen Peak. Oh, jetzt habe ich die falsche. Moment, da. Da geht das hoch, aber es geht eigentlich schon wieder zurück auf die 100 und dann allerdings im Sommer geht das nach oben und das war natürlich eine Folge von fehlenden und fehlerhaften Entscheidungen. Sie erinnern sich vielleicht, wie sich am Anfang, wir haben gar kein Stromproblem. Man hat sich monatelang davor gedrückt, wieder Kohlekraftwerke ans Netz zu bringen und erst im Herbst wurde die Diskussion über die Kernenergie dann endgültig durch dieses berühmte Machtwort von Olaf Scholz beendet, indem er gesagt hat, bis zum April nächsten Jahres bleiben die Kernkraftwerke am Netz. Und das haben die Märkte natürlich sofort auch honoriert. Wir haben aber jetzt schon wieder, und das ist natürlich eine Folge von auch meteorologisch bedingten Einflüssen. Wenn es kälter wird, wird der Strom knapp. In Frankreich heizt man mit Strom, teilweise in anderen Ländern auch. Das heißt, der europäische Strompreis geht dann auch wieder hoch und das tut er jetzt im Augenblick auch wieder. Und wir müssen auf den Grund kommen, wieso tatsächlich jetzt diese Geschichte passiert ist. Und da sehen wir, einen der wesentlichen Effekte ist der europäische CO2-Handel, das ist politisch gewollt. Das will Herr Timmermans und das will auch Frau von der Leyen. Man will CO2 penalisieren.
mit einer Strafsteuer versetzen. Das ist ja auch, wenn man CO2 vermeiden will, muss man die Prozesse, die CO2 freisetzen, teurer machen. Und das haben sie auch gemacht. Und da sehen Sie, das CO2-Zertifikat, wir wissen, CO2 wird gehandelt. Jeder, der CO2 ausstößt, muss die Berechtigung haben, durch ein Zertifikat belegt, dass er eine Tonne ausstoßen darf. Und dieses Zertifikat muss er am Markt kaufen. Und da haben sich die Zertifikatspreise in den letzten Jahren von etwa 20 Euro pro Tonne CO2 auf 100. Sind sie jetzt schon wieder hochgegangen, weil jetzt natürlich in Deutschland Kohlekraftwerke am Netz sind und damit das den CO2-Preis wieder nach oben schieben. Und wenn Sie das mal umrechnen auf den Strompreis, dann trauen Sie Ihren Augen nicht. Durch diese Zertifikate, 100 Euro pro Tonne CO2, wenn Sie das umrechnen auf ein Braunkohlekraftwerk, dann ist der Strompreis um 9,4 Euro Cent teurer. Beim Steinkohlekraftwerk ist er um 7,4 Euro Cent teurer. Beim Gaskraftwerk sogar um 4,2 Euro Cent, weil es ein bisschen weniger CO2 ausstößt. Aber Sie sehen, die Pönale, die CO2-Strafe, ist höher als überhaupt der Börsenpreis. Das heißt, wir haben mit dieser Methode es wirklich geschafft, den Strompreis dann schon alleine auf 15 Euro Cent zu verdreifachen bei der Kohle, bei der Braunkohle, bei der Steinkohle zu verdoppeln und bei dem Gas auch fast zu verdoppeln. Das ist also politisch gewollt und die einfachste Lösung, um in einer solchen Situation, wo es eine Energiemangellage gibt, wo sozusagen Gas knapp ist wegen Importbeschränkung, dann müsste man sofort sagen, lass uns ein bisschen die Zertifikate, die wir in den letzten Jahren ja eingesammelt haben, die für die Krise sogar bereit stehen, dass man sie auf den Markt wirft, lass sie uns auf den Markt werfen, damit der Zertifikatepreis runtergeht und der Strompreis für alle europäischen Unternehmen und für alle europäischen Bürger zurückgeht. Das will man aber nicht, weil man an seiner Ideologie der Bekämpfung des CO2 festhalten will, auch in der Krise, wenn es dazu führt, dass möglicherweise damit reihenweise Unternehmen aus Deutschland, aus Europa verschwinden. Denn eins ist klar, mit 5 Euro Cent können Sie in Deutschland natürlich noch Stahl machen, vielleicht auch noch Aluminium. Mit 13 Euro Cent, was ja jetzt der neue Deckel der Bundesregierung ist, ja, wir subventionieren alles runter bis auf 13 Euro Cent. Das ist jetzt die Strompreisbremse. Mit 13 Euro Cent ist in Deutschland finito. Da gibt es keine Chemie mehr. Ist vorbei. Sie haben in Amerika 3 Euro Cent, in China haben Sie 3 Euro Cent. Mit 13 Euro Cent sind Sie draußen. Das Aluminium weg, der Rest ist auch nicht mehr da. Und deswegen ist das nur eine Frage der Zeit, dass man dies bemerkt. Die BASF hat zusätzliche Kosten von 2,2 Milliarden alleine durch den Strom- und Gaspreis und hat ja deswegen auch gesagt, können eigentlich nur noch in China investieren, in Deutschland nicht mehr und werden am Ende in Deutschland Arbeitsplätze abbauen. Das ist ein weltweites Thema und so richtig es ist sicherlich wahr, die neuen Technologien, die neuen grünen Technologien durch ESG-Anforderungen anzuschieben, muss man wissen, was man damit angerichtet hat. Weltweit haben alle Ölgesellschaften, fast alle, welche nicht, werde ich Ihnen gleich sagen, haben fast alle, die vier großen, ihre Exploration radikal runtergefahren. Schauen Sie bei dieser Grafik, wir reden über jährlich 120 Milliarden Investitionen in Öl und Gas von Shell, BP, Exxon und der vierte ist Chevron. Und das ist seit 15 zurückgefahren worden auf jetzt mittlerweile 40, auf ein Drittel. Bei steigendem Energiebedarf. Zwischenzeitlich ist die Menschheit gewachsen und zwischenzeitlich ist auch das Bruttosozialprodukt weltweit gewachsen. Und wenn Sie das machen, wenn Sie das nur 5 oder 10 Jahre machen, dann sind Sie unterinvestiert. Dann investieren nur noch die Chinesen, die Russen und die Arabischen Emirate und Saudi-Arabien.
Und dann muss man sich nicht wundern, dass dann am Ende Knappheiten entstehen von Öl, Gas und Kohle. Und dann können Sie sagen, ja, was sagt mir das als Investor? Ja, ich kann Ihnen nur sagen, natürlich ist es gut für den Aktienpreis, wenn man sozusagen eine Shell-Aktie hat. Die wird natürlich überall gelistet, weil sie jetzt mittlerweile als grüne Aktie gilt, weil sie ja rausgehen will aus Öl und Gas und nur noch in Erneuerbare investieren will. Und deswegen wird sie auch überall platziert. Das ist für die Aktie gut. Aber ist es für die Bottomline gut? Ist es für das Ergebnis gut? Da müssen Sie mal angucken, was Conoco für eine Bottomline hat. ConocoPhillips ist ein richtig langweiliger Öldriller. Die machen nur Öl, Öl, Öl. Und sind damit, haben den Aktienkurs verdoppelt in den letzten 2 Jahren. Weil das Ergebnis ist einfach so. Die werden von keinem angefasst. Das sind die Bösen, das sind Schmuddelkinder. Aber Sie müssen natürlich eins wissen. Oder ich frage Sie mal. Was glauben Sie, wenn Sie den Primärenergiebedarf der Welt sich vor Augen führen? Wie groß ist der Anteil von Solar und Wind zusammen? 5? Mehr? Wird mehr geboten? 5? 2,1. 2,1. So. Und der Rest wächst. Aber alle haben natürlich diese Ansage der Finanzinvestoren und der Staatengemeinschaft, Taxonomieverordnung, übernommen. Nicht alle. Zum Beispiel großen Minenkonzerne. Anglo American hat seine Kohle ganz schnell verkauft. Und der Spin-off ist da. Der ist auch wieder börsennotiert. Tungela. Oder BHP hat seine australischen Aktivitäten verkauft an Woodside. Woodside kann ich Ihnen nur sagen, so. Weil der Kohlepreis hat sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht. Oder wenn Sie Glencore sich angucken. Glencore hat gesagt, okay, also das interessiert mich nicht so sehr. Ich kaufe die Aktivitäten von Rio Kohle. Da steht Glencore und da steht Rio. Da kann man sagen, will ich alles nicht, ist alles in Ordnung. Aber man muss natürlich wissen, der Bedarf ist da. Wir haben eine Knappheit an Kohle, weil keiner sich mit Kohle irgendwie erwischen lassen will, weil das ja, warum, dem Klima zusetzt. Darauf kommen wir auch noch. Also es ist auch eine Frage von Investitionen, die dazu geführt haben, dass wir zu wenig Öl und Gas und Kohle haben. Die einzigen, die wirklich weiter exploriert haben, waren die amerikanischen Fracking-Gas-Investoren, bis Präsident Biden kam. Präsident Biden hat gesagt, am ersten Tag im Office, öffentliches Land nicht mehr für Fracking. Ist verboten. Das ist das Land, was uns sozusagen sagt, wir liefern euch Fracking-Gas, um Russland-Gas zu ersetzen. Wir wollen das mit der Pipeline nicht. Ich hatte ja auch angekündigt, die wird nie kommen, die Pipeline. Sie wird auch nie in Betrieb gehen. Ist tatsächlich auch passiert. Er hat damit ganz klar eine Perspektive gezeigt, die für uns dramatisch sein wird. Ich zeige Ihnen gleich mal, was die Perspektive des amerikanischen Gases ist. Die ist nämlich so. Wenn du nicht investierst, wirst du natürlich auch irgendwann mal nicht mehr fördern können. Da gibt es reichlich Erfahrung. Jetzt komme ich noch mal zum Gas. Wir sehen beim Gaspreis auch schon eine Entwicklung in den Mitte der 21er. Ging das schon hoch. War schon auf einmal Januar 21 war der Gaspreis schon viermal so hoch. Alles vor Putin. Dann ging er nach oben. Januar 22, ja. Da ist die Ukraine-Krise hier. So, Ende Februar ist er einmarschiert. So, und dann ging das hier los. Das war dann sozusagen einmal Putin. Dann war das hier, das war jetzt Gazprom-Explosion. Und zusätzlich natürlich die Unfähigkeit anderer in den
den Gasmarkt zu sättigen. Nicht? Also als Herr der Wirtschaftsminister nach Katar seinen berühmten Bückling gemacht hat, hat er ja dem Scheich gesagt, ich brauche jetzt schnell Gas. Und dann hat er gesagt, naja, wir haben ja langfristige Verträge, aber wir sind gerne bereit, für Sie ein neues Feld zu erschließen. Dann brauchen wir auch einen neuen LNG-Terminal. Dafür brauchen wir 6 Jahre. Dann hat Herr Habeck gesagt, dann brauche ich das nicht mehr, weil ich will ja aus dem Gas raus. Ist immer schlecht, wenn du was von jemandem haben willst und sagst, eigentlich will ich dein ganzes blödes Gas nicht haben, weil das ja klimaschädlich ist. Es, aber für 3 Jahre würde ich es dann nochmal nehmen. Das Ergebnis haben Sie jetzt gesehen. Wir kaufen es ja nicht von Katar, sondern von den Amerikanern, von ConocoPhillips im Übrigen. Das sind dann die berühmten jetzt 2 Millionen Tonnen Gas, die wir aus Katar kriegen. Das ist ungefähr 3% des Gases, das wir sozusagen insgesamt verbrauchen. Das ist so, das geht jetzt so groß. Das ist eine tolle Meldung. 3%. Ich will nicht wissen, zu welchem Preis. Aber auch hier sehen wir diese anspringende Konjunktur, die Gas natürlich nachfragt, aber vor allen Dingen ist das Gas dann in den Strom gegangen. Wir hatten nämlich keine Kernenergie mehr, wir hatten keine Kohle mehr und jetzt wurde nach Strom nachgefragt, also wanderte großer Teil des Gases in die Verstromung und hat dann natürlich, wie Sie gesehen haben, auch den Strompreis sozusagen dann nochmal zusätzlich angezündet. Das war die Abhängigkeit vor dem Russlandkrieg und man muss einfach wissen, das war die geheime Lösung für die Energiewende. Die Energiewende, das weiß jeder von Ihnen, nicht? Wind hat eben eine Volllaststundenzahl von 2200 Stunden, Solar 1000 Stunden in Deutschland, das Jahr hat aber 8760 Stunden. Das heißt, was machen wir, wenn Sie jetzt mal rausgucken, Sonne ist jetzt nicht mehr, es ist leider auch kein Wind. Wenn Sie den gestrigen Tag sich mal vor Augen führen, wir brauchten gestern 60.000 Megawatt, davon sind 6 aus Wind gekommen, 3 aus Solar und 48 aus Kohle, Gas und Kernenergie. Da braucht man irgendwo was, Gas, ja. Das haben Leo Birnbaum von E.ON gesagt, ja. Wenn man Kohle und Atomenergie komplett vom Netz nimmt, dann entsteht eine gigantische Lücke, die gefüllt werden muss und das war russisches Gas. Die gibt es nur einmal, diese Quelle. Und noch im Dezember letzten Jahres hat die damalige Koalition im Koalitionsvertrag, können Sie nachlesen, gesagt, ja, wir wollen jetzt erneuerbare Energien weiter ausbauen. Und dazu brauchen wir etwa 40 Gigawatt Erdgaskraftwerke, so wird ungefähr 40 bis 50 neue Gaskraftwerke. Kannst du natürlich überhaupt heute nicht dran denken, wer baut ein Gaskraftwerk in einer solchen Situation wie heute? Völlig undenkbar. Insofern war das sozusagen eigentlich schon klar, wenn man natürlich volatile Energien ausbauen will, was ja in Ordnung ist, dann muss man gleichzeitig den Backup ausbauen, weil die Speicherfähigkeit für volatilen Strom sehr begrenzt ist. Und hier ist eben nochmal das, was man einfach wissen muss. Wer glaubt, jetzt müssen wir einfach nur, und das hören Sie jeden Tag, man muss jetzt nur schneller die Genehmigungsverfahren für Wind und Solar machen. Wir müssen noch schneller Solar und Wind ausbauen. Dann ist das Thema erledigt. Sie sehen hier, wenn Sie die Primärenergie, also wir haben ja nicht nur Strom, wir haben also Wärme und wir haben Mobilität. Und wenn Sie jetzt mal den grünen Teil der Erneuerbaren rausnehmen, das habe ich da gemacht, und jetzt schauen Sie sich mal an, was Windkraft und Photovoltaik an Primärenergie in Deutschland beiträgt. Dann sind das 5,1%. Und Sie haben doch alle den Eindruck bis jetzt gehabt, Moment, das kann ja nicht sein, war da nicht 40% die Rede? Das höre ich doch jeden Tag in der Tagesschau. 40% ist schon grün. Ja, das ist der Strom. Der Strom ist aber nur 25% unserer Energie. Und das will man ja.
Man will ja kein Gas mehr. Das hat der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium gesagt. Die Städte sollen jetzt anfangen, die Gasleitung rauszureißen, weil das brauchen wir nicht mehr. Denn klimapolitisch wollen wir 45 auf null sein. Null Kohle, null Gas, null Kernenergie. So, da muss man sagen, von 5% auf 100% kommen. Und die 100% reichen ja nicht, weil sie müssen ja dann auch zwischenspeichern. Weil sie können ja nicht einfach sagen, wenn jetzt mal kein Wind ist, dann mache ich Deutschland dicht. Also muss ich ja einen Überschuss haben, der dann am Ende auch die Lücken füllt. Also mal 20 mal so viel. Das ist schon, finde ich schon sehr mutig, muss man sagen. Warum machen wir das? Wir machen das, und jetzt kommt ein kleiner Exkurs zur Klimapolitik. Es gibt, wie Sie wissen, das berühmte Pariser Abkommen. Und da sind alle Nationen aufgefordert gewesen, ihren Beitrag freiwillig zu leisten, um das CO2 herunterzukommen, weil CO2 ist ein Klimagas, ist völlig unbestritten. Wer will das bestreiten? Und leistet einen Beitrag zur Erwärmung der Erde. Aber nicht alle müssen das, sondern das Pariser Abkommen, das müssen Sie wissen, richtet sich nur an die Industrieländer, nicht an die Entwicklungsländer. Nur die Industrieländer müssen reduzieren. Und China ist nach Maßstab der UNO ein Entwicklungsland. Ein Entwicklungsland, die größte Exportnation der Erde. Muss gar nichts machen. Und die haben dann auch ganz frech in Paris ihre Vorstellung vorgetragen, haben gesagt, wir wollen nochmal 50% mehr machen. Das ist der rote Balken rechts, der passiert. Das machen die. Die hauen da jedes Jahr ungefähr die fünffache Menge dessen, was Deutschland emittiert, nochmal zusätzlich raus. Und das ist der deutsche Beitrag. Wir haben gesagt, ja, wir wollen halbieren bis 2030. Und das ist dann China, das ist Indien. USA geht wegen Fracking ein bisschen zurück. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, ja, wir haben doch alle den Eindruck, wir sind doch die schlimmsten Buben bei dieser ganzen Geschichte. Und da muss man sich vor Augen führen, dass es ganz wenige Länder auf der Erde gibt, die in den letzten 30 Jahren ihre CO2-Emissionen so dramatisch gesenkt haben wie wir. Deutschland hat die Emissionen um 40% reduziert. Da würde man doch ein bisschen stolz drauf sein. Welches Land hat uns das denn eigentlich nachgemacht? Bis jetzt noch keins. Das haben wir gemacht, indem wir die gesamte ostdeutsche Teil Deutschlands modernisiert haben und die Braunkohlekraftwerke dort effizienter gemacht haben und die Wärmeversorgung durch Kohle abgestellt haben und. 40% weniger, und das sehen Sie hier. Denn wir müssen ja immer sehen, wie viel CO2 emittiert man pro BIP, ist die entscheidende Größe, und nicht pro Kopf. Da vergleicht man unterschiedliche Entwicklungsstadien einer Volkswirtschaft. Also man kann nun nicht Deutschland mit Tansania vergleichen, weil wir leisten natürlich auch für die Welt, liefern wir Produkte, die andere gerne haben wollen. Und trotzdem ist es doch spannend zu sehen, dass wir ganz oben sind, in der Effizienz, weit vor sogar Japan, USA, weit vor China. Und nur die vier Länder da vorne, die sind noch weniger CO2-lastig, weil die natürlich auch noch zusätzlich Kernenergie haben. Das ist Schweiz, Schweden, Frankreich, Vereinigte Königreich. Und diese Grafik muss doch jeden in Deutschland dazu führen, jedenfalls jeden politisch Interessierten, zu sagen, wir müssen für jeden Arbeitsplatz in Deutschland kämpfen, dass er hier bleibt. Denn wenn er geht, fehlt nicht nur das Einkommen, fehlt nicht nur das Steueraufkommen, fehlt nicht nur der Sozialtransfer, fehlt nicht nur die Arbeitsplätze, sondern wir vervierfachen die Emission pro Produkt, nämlich pro 1000 BIP, um das von 0,15 auf 0,50, ne, dreieinhalbfache
schlechter als wenn Daimler, was ja passiert ist, die Motorenfabrik nach Shenzhen verlagert, dann ist damit eine dreifache Emission der CO2-Mengen verbunden. Das ist doch nicht ganz in Ordnung, oder? Da muss man doch sagen, da müsste ich doch eigentlich als engagierter Politiker sagen, nee, das geht nicht. Du gehst raus, lässt hier die Arbeitsplätze werden abgestellt und dann machst du noch mehr Emissionen. Das wollen wir eigentlich nicht, aber das ist eine Folge unserer CO2-Politik. Wir haben alleine die Schraube so angedreht, dass Daimler gar keine andere Chance hat, als nach Shenzhen zu gehen. Und in Shenzhen gibt es keine CO2-Steuer. Da kann er weitermachen. Sie sehen aber auch pro Kopf, weil das wird ja immer häufig auch dann gesagt, naja, aber pro Kopf, da seid ihr, wenn ich, da wird immer gesagt, ihr könnt euch ja nicht mit China vergleichen, weil da sind ja viel mehr, 1,5 Milliarden. Ja, aber auch hier sehen Sie, ich finde, das muss immer wieder mal gesagt werden. Es wird aber nicht gesagt. Ich habe das nicht im Wahlkampf letztes Jahr gehört, dass einer gesagt hat, also gucken Sie mal, USA ist vor uns, Australien ist vor uns, Niederlande ist vor uns, Japan und China ist sogar pro Kopf vor uns. China hat uns überholt, pro Kopf. 1,4 Milliarden gegen 80 Millionen. Und insofern auch das Argument zählt eigentlich nicht. Insofern, was ist die Perspektive? Und jetzt will ich noch mal einen ganz kurzen Exkurs machen zum Weltklimarat, der ja seinen Bericht immer abgibt. Jetzt will ich Ihnen auch einen Hinweis geben. Die gesamte Debatte in Deutschland und Europa wird von dieser Kurve da oben bestimmt. Das ist die Kurve, die Ihnen allen Schrecken und Angst einjagt. Denn die Kurve sagt Ihnen 3 bis 5 Grad wärmer. So viel CO2 emittiert ihr demnächst, dass es 3 bis 5 Grad wärmer ist. Das hören Sie in der Tagesschau. Das sehen Sie in der FAZ. Und wenn Sie mit Wissenschaftlern reden, sagen, naja, das haben wir nur mal da reingeschrieben, damit man auch mal ein Extrembeispiel ist. Wir wissen alle, dass dieses Extrembeispiel völlig irreal ist. Das kann überhaupt gar nicht passieren. Denn wenn man diese Emissionen von, müssen Sie mal vorstellen, Verdreifachung der CO2-Emissionen, heißt Verfünffachung von Kohle, dann würde uns im Jahre 2080 die Kohle ausgehen. Das ist völlig irre. Was passieren wird, ist genau das, was passieren wird. Und schon wieder falscher Knopf. Ja, das wird passieren. Dieser gelbe Pfad. Die Chinesen werden noch ein bisschen weitermachen, die Brasilianer, die Inder, das geht noch ein bisschen hoch und dann geht es runter. Und dann sind Sie aber in einer anderen Liga. Dann reden wir nämlich über, das sehen wir hier, bis 2060 einen Anstieg um 0,2 oder 0,3 Grad. Das ist ja nun nicht eine wirkliche Katastrophe. Aber das wird bewusst nicht gemacht, sondern wir müssen alle in Angst verjagt werden. Warum müssen wir in Angst verjagt werden? Weil ich glaube, wenn Sie sich mal vorstellen würden, ein Land, das weltweit die intelligenteste und weit entwickelteste Motorentechnologie der Welt hat, die den Diesel so weit entwickelt hat, dass er im Abgas sauberer ist als in der Luft, die er ansaugt. Natürlich, wenn Sie NOx nehmen, und nicht beim CO2, natürlich. Beim Staub nehmen, natürlich. Wenn Sie die neueste Generation nehmen. Wie schaffen Sie es, einem solchen Land beizubringen, dass Sie auf Ihre Technologie und auf die damit verbundenen Arbeitsplätze verzichten? Indem Sie sagen, das ist alles böse, was du da machst. Ganz schlimm, Klimakatastrophe muss weg. Und das ist ja passiert. Wir haben es wirklich geschafft, diese Technologie europaweit ab 2035 zu verbieten. Und übrigens einzutauschen durch eine E-Technologie, die heute so viel CO2-Emissionen mehr macht, weil natürlich der Energiemix bei der Batterieherstellung so CO2-lastig ist, dass Sie etwa 180.000 Kilometer fahren müssen, um überhaupt die Bilanz für den Diesel auszugleichen. Das ist unser Thema, was uns leider nicht so schnell gelöst wird. Sie sehen hier braun den Verbrauch. Da sehen Sie, am Wochenende verbrauchen wir in Deutschland immer ein bisschen weniger, ist ja richtig. Und unten sehen Sie blau die Windenergieerzeugung im September. Und
die Solarerzeugung. Und die Solarerzeugung sehen Sie sehr schön, korreliert ein bisschen mit unseren Bedarfen am Mittag. Das ist sehr schön. Der Wind kommt allerdings dann, wenn er kommen will. Und da sehen Sie, das große Problem sind diese Zeiten hier, da. Denn an dieser Zeit hier, und das sind dann immerhin hier etwa 12 Stunden, ist nichts. Wenn Sie da nicht die Kohle, Gas, Kohle hätten, ist nichts. Da läuft kein ICE, da ist diese Lampe nicht an, da ist nichts. Und jetzt gibt es natürlich ganz Schlaue, und die sind sehr häufig in Berlin anzutreffen, die sagen, man muss einfach nur 3 oder 5 Mal so viel davon machen. Das sind häufig diejenigen, die freitags sozusagen nicht dem Mathematikunterricht beigewohnt haben, sondern was anders gemacht haben. 3 mal 0 ist 0. Das haben wir alle gelernt. Ne? Das ist nämlich dann so, dass, das sehen Sie hier schön, das reicht immer noch nicht. Sie kriegen riesige Überschüsse, wenn sie dann mal da ist, die Sonne. Die müssen Sie dann bewältigen, Sie müssen sie speichern und Sie müssen sie in das Tal hinüber befördern. Das kostet aber Geld und Energie. Aber die Lücke hier, die ist noch immer da. Kann sich aber auch jeder vorstellen. Jetzt stellen Sie einfach mal ein Windkraftwerk vor. Und es ist kein Wind. Jetzt bauen Sie noch 2 daneben und es ist immer noch kein Wind. Wie viel Energie haben Sie dann? Genau. Ne? Dann ist, glaube ich, jedem klar, worüber wir reden. Und so sieht das dann aus. Das ist jetzt keine Photovoltaik. Ich würde das gerne durchmachen und ich komme auf Ihre Fragen. Das ist keine Fotomontage. Das ist das Dorf Strut und so sieht Deutschland demnächst überall aus. Das ist die Zukunft. Und das sage ich als Windkraftunternehmer. Ich habe Repower groß gemacht, ich habe es an die Börse gebracht mit einer Kapitalerhöhung von 80 Millionen und habe es verkauft für 1,6 Milliarden an die indischen Wettbewerber Suzlon. Und ich habe das erste Windkraftwerk der RWE in die Nordsee gesetzt und da steht der Name Fritz drauf und da bin ich stolz drauf. Ich habe mit Windenergie keinen Konflikt. Ich halte Windenergie für eine sehr intelligente Technologie. Ich halte auch die Solarenergie für eine sehr intelligente, dezentrale Technologie. Nur wer glaubt, 100% einer Industriegesellschaft, Stahl, Kupfer, Aluminium, damit zu machen, der muss wirklich völlig bekloppt sein. Und das sage ich nicht ich, sondern das hat der ehemalige Wirtschaftsminister Gabriel gesagt. Ich glaube, wir sind bekloppt. So, jetzt komme ich zu den Alternativen. Man muss ja auch was Positives an so einem Abend noch bringen. Wir haben eigene Quellen. Was ich versuche deutlich zu machen ist, wir können unmöglich glauben, dass die Industriegesellschaft Deutschland jedes Jahr mit einem Doppelwumms gerettet werden kann, um dann sozusagen die Kosten auf 13 Euro Cent herunter zu subventionieren. Oder auf 10 oder was auch immer. 200 Milliarden, das kannst du einmal machen, wenn du sozusagen wie in der Situation russisches Gas fehlt, dann musst du natürlich, dann brauchst du Zeit. Du brauchst ein Jahr, um zum Beispiel Fracking-Gas in Deutschland zu machen. Es wäre in einem Jahr möglich. Wir haben schon 9 Monate verloren. Wir hätten schon seit dem Februar schon längst abteufeln können. Und das kann man sehr schnell machen. Wir wissen nämlich, wo es ist. Und man kann es auch schnell machen, wie wir gesehen haben. LNG-Terminals können mittlerweile innerhalb von 14 Tagen genehmigt werden. Das ist toll. Ich finde das super, wie das gelaufen ist. Aber das könnte man auch. Aber es wird nicht gemacht. Stattdessen kaufen wir LNG-Terminal über eine LNG-Terminal Fracking-Gas aus USA. Und jetzt will ich Ihnen mal sagen, wir hätten mit Sicherheit eine Technologie, wo das Fracking-Gas aus Niedersachsen anders als in den USA gefördert würde. Ich kann Ihnen mal sagen, wie das in den USA gefördert wird. Da wird gebohrt und wenn die Bohrung ihren Maximum überschritten hat, dann wird das Rohr rausgezogen, das Loch bleibt offen. Und das Gas dann nochmal weiter raus. Es ist jetzt erst im Inflation Act von Biden eine Summe von 100 Millionen bereitgestellt worden, damit da mal endlich mal Zement reinkommt. Und von diesen Quellen sagen wir, das ist sozusagen unsere ökologische Variante zur eigenen Förderung. Wir gehen keine Risiken mehr ein, weil wir natürlich Angst haben. Und ich kann das verstehen. Jetzt hat letzte Woche sogar der Bundeskanzler
was ich nicht verstehe. Ich kenne ihn ja lange. Wie er einen solchen Unfug erzählen kann, zu sagen, Fracking-Gas in Deutschland kommt nicht mehr in die Tüte. Und ich kann mir schon vorstellen, warum er das gesagt hat. Weil er sich natürlich weiß, wie das in Lützendorf oder Lüttgerath im Braunkohlerevier aussieht. Wenn Sie sich vorstellen, da würde ein Turm gebaut, der bohrt in die Tiefe und es wird dort Wasser injiziert mit Sand und ein bisschen Spülflüssigkeiten, dann würde doch morgen da sozusagen die gesamte Entourage der Fridays for Future und Ende Gelände und welcher Kleber auch immer noch da sitzen vor Ort. Das ist in Deutschland gar nicht mehr möglich. Das ist das Problem, was wir haben. Wir haben den Schatz und ich sage mal, das sind 40 Jahre Erdgas, die wir haben, deren Preis wir selber bestimmen können und nicht importiert werden müssen. 40 Jahre, um 50% russisches Gas zu ersetzen, 20 Jahre, wenn wir 100% Eigenversorgung, was ja keiner will, macht ja keiner, dass wir norwegisches Gas noch weiternehmen, ist ja völlig klar. Und das ist eben die Alternative. Und das macht mir so Sorgen, weil das sind die Felder in Amerika. Und es gibt keine neuen Genehmigungen. Und sehen Sie unten das Barnett-Feld und das Fayetteville-Feld. Das war sozusagen, das waren die beiden großen Felder für die, in den 10er Jahren. Die gehorchen der Hubbard-Kurve, die sozusagen dann, wenn das Maximum erreicht ist, sozusagen innerhalb weniger ganz schnell runtersacken. Und jetzt gucken Sie sich mal die beiden wichtigsten, Marcellus und Heinz Will an. Das sind die, von denen wir jetzt auch hoffentlich irgendwann mal was kriegen. Die stehen kurz vorm Maximum. Die stehen vorm Absturz. Deswegen gibt es viele ernstzunehmende Energieanalysten, die sagen, Amerika als Lieferant von LNG, 3 Jahre, 4 Jahre, aber nicht bis 30. Das wird nicht funktionieren. Es sei denn, da gibt es auch eine, das wird bei den Amerikanern passieren, wenn die merken, dass ihr Preis hochgeht, weil der Weltmarkt ihnen sozusagen den Preis von Gas, der billigen Gas nach oben schiebt, dann werden die das sofort abstellen. Und da gibt es auch keinen Präsidenten Biden mehr, das hält ihn nicht mehr im Amt. Wenn er sozusagen den Amerikanern zumuten müsste, den 10-fachen Energiepreis zu bezahlen, sagen die, no way, der verliert jede Wahl. Irgendwann wird sich das wieder hindeichseln, politisch. Aber wir haben mit Sicherheit einen Vorlauf von 3-5 Jahren, auf die wir vertrauen. Das ist ja das sozusagen, worüber wir jetzt hoffen, dass uns das hilft. Und was jetzt passiert, ist geopolitisch etwas, wo man natürlich auch sagen kann, Russland und China haben jetzt beschlossen, Power of Siberia zu bauen. Die Jamalfelder, die ja nach Europa gelenkt worden sind, werden jetzt nach China gelenkt. Das ist Baubeginn 24, geht durch die Mongolei und damit ist auch sozusagen dieser Rückgriff auf den Erdgasschatz Russlands für Europa auf mittlere Sicht verstellt. Da gibt es eine weitere Möglichkeit, die wir machen können. Es sind jetzt eine Reihe von Braunkohlekraftwerken wieder ans Netz gekommen. Das ist gut. Noch besser wäre es, wenn der Bundeswirtschaftsminister und die Bundesumweltministerin sagt, naja, jetzt kommen mehr Braunkohlekraftwerke ans Netz, dann sollten die doch bitte umweltfreundlich sein. Und diese grüne Kohle gibt es. Diese grünen Kohlekraftwerke sind in Deutschland entwickelt worden. Schwarze Pumpe nennt sich CCS. Das ist eine der zentralen Forderungen des Weltklimarates. Macht Carbon Capture and Sequestration. Und der norwegische Ministerpräsident hat dem Bundeskanzler angeboten, die leeren, die ausgelaugten Erdgasfelder mit CO2 zu füllen, indem das CO2 sich dann über Jahrzehnte, Jahrhunderte mineralisieren kann zu Calciumcarbonat. Wird aber nicht gemacht. Warum? Es ist verboten. Es ist in Deutschland verboten. CCS ist untersagt. Per Gesetz, genauso wie übrigens Fracking in Deutschland verboten ist. Müsste man ein Gesetz zu machen. Das machen jetzt andere. USA, Kanada, China machen alle jetzt CCS. Und das wird natürlich am Ende
die Welt verändern, weil sie dann auf einmal ihre Kohlenstoffvorräte machen können, ohne dass sie CO2 klimatisch als Belastungsfaktor haben. So werden die Saudis machen. Das ist die spannende Debatte zwischen grünem Wasserstoff und blauem Wasserstoff. Alle in Deutschland sagen ja, nein, blauer wollen wir ja nicht. Das ist ja, aus Kernkraftwerken elektrolytisch hergestellt, wollen wir auch nicht, auch böse. Aber nur grün, nur den aus Wind, der ist gut. Aber die anderen werden es anders machen. Die werden ihre Erdgasschätze fördern, ihre Erdölvorkommen fördern und den Wasserstoff, den sie dadurch erzeugen, so gestalten, dass der CO2 in die Tiefe verpresst wird. Und dann haben sie CO2-freien Wasserstoff. Der nennt sich aber dann blauen Wasserstoff. Den mögen nicht einige nicht, aber wir werden an dem blauen gar nicht vorbeikommen. Das wird jetzt überall gemacht. Sie sehen aber da oben Deutschland leere Pumpe. Da ist nichts. Das machen wir nicht mehr. Ist verboten. Frankreich übrigens auch. Und das ist die Sterbetafel Deutschland. Das müssen wir verhindern. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir glauben, eine Industrienation zu bleiben und auf den eigenen Schatz, der weltmarktunabhängig ist. Die Braunkohle hat nur zwei Kostenfaktoren. Das ist einmal der Lohn und am Ende die Aufschließung. Ist völlig unabhängig vom Ölpreis, vom Gaspreis weltweit. Das könnten Sie verhindern, das könnten wir verhindern, wenn man die Braunkohle umweltfreundlich gestaltet. Naja, und die Kernkraft, will ich nicht viel zu sagen. Wir haben 6 Kernkraftwerke, 3 sind stillgelegt im letzten Jahr, 3 werden jetzt stillgelegt. Ich frage mich ernsthaft, wer glaubt denn wirklich, dass am 15.04. sich die Welt verändert hat? Glaubt denn einer wirklich, wenn wir am 15.04. 3 Kernkraftwerke stillgelegt haben, dass wir dann 4.500 Megawatt sichere Leistung woanders herbekommen? Wo denn? Was passiert denn bis zum 15.04.? Gar nichts. Wir haben ja noch das Problem, dass selbst die Windenergie im Augenblick, das wissen Sie ja besser als ich als Investoren, ein Problem hat, weil nämlich die steigenden Kapitalkosten, aber auch die steigenden Materialkosten die Windenergie für 6 Euro Cent in Deutschland jedenfalls unwirtschaftlich machen. Und das sehen Sie schauen Sie sich den Chart von GE Wind, gucken Sie sich die Verluste von Siemens Gamesa, 2 Milliarden, wow, ja. Über Enercon will ich gar nicht reden. Vestas im letzten Quartal 250 Millionen Verlust im Quartal. Weil zu diesen Konditionen können sie keinen Wind mehr produzieren. Und selbst wenn sie es könnten, man hört das ja immer wieder, Habeck hat gesagt, man kann Wind für 5 Euro Cent machen, ja hier nicht, vielleicht in den Falklandinseln. Da muss man trotzdem die Speicherkosten hinzuziehen, weil sie müssen den Wind ja, das nutzt mir ja nicht, wenn ich heute Wind habe und morgen keinen Wind. Das heißt, ich muss den Strom, den ich erzeugt habe, über Elektrolyse in Wasserstoff transportieren, verliere dann aber beim Wasserstoff, bei der Elektrolyse und bei der Wiederverstromung etwa 3/4 der Energie. Und das ist das Geheimnis, über das keiner redet. Das ist ein Kostenfaktor 4. Das ist 4-mal so teuer als Erdgas. Da brauchen wir doch gar nicht drüber zu reden. Wir reden doch schon, dass bei 13 Euro Cent die Bude dicht ist, doch nicht bei 40, über den wir reden im Augenblick. Wasserstoff bei etwa 30 bis 50 Euro Cent pro Kilowattstunde. Da braucht doch keiner zu glauben, dass damit hier irgendwo einmal eine Hütte geheizt werden kann. Das sind doch alles Traumtänzereien. Das wird nicht funktionieren. Sie können Wasserstoff machen, um bei der Stahlerzeugung den Koks zu ersetzen. Das können Sie machen, das ist intelligent. Aber zu glauben, dass man daraus Strom speichert und dann wieder zurückverbrennt, weil das ist Physik, der Kano-Prozess, der lässt sich nicht betuppen, auch nicht auf Parteitagen. Sie verlieren eben einfach bei der Verbrennung 50 bis 70%, je nachdem, welche Technologie Sie benutzen. Das liegt einfach an dem physikalischen Gesetzen. Und deswegen, ich habe das alles aufgeschrieben, das Buch erscheint in 6 Wochen. Und ich glaube, wir haben Chancen, wir können die Krise bewältigen, aber im Augenblick stehen wir mit vielen, vielen Vorbehalten und vielen, vielen Märchen, die wir uns jeden Tag gegenseitig erzählen, im Weg für eine Lösung. Und die wird vielleicht erst dann kommen, wenn es gezeigt wird, dass auf diesem Weg, auf dem wir uns heute befinden,
jedenfalls eine Versorgungssicherheit zu wettbewerbsfähigen Preisen nicht stattfinden kann. Dankeschön. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Jetzt Fragen bitte sehr. Keine Frage? Doch, dort hinten. Gabi. Unsere Kleber, unsere Umweltaktivisten, kennen die ihre Statistiken oder interessiert es die überhaupt nicht? Das glaube ich nicht. Wenn, die es gibt doch in ja China oder Indien protestieren und nicht hier. Es gibt ja schöne in den sozialen Medien so schöne Umfragen, wenn Sie dann so einen Aktivisten fragen, deswegen machst du das ja wegen, wir müssen CO2, weil die Welt geht unter, und dann fragen Sie ihn, wie viel CO2 ist in der Luft? Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber weißt du denn, was in der Luft ist? Ja, Sauerstoff, wie viel? 20%, aha. Dann Stickstoff sind ungefähr 80%. Ja, das kann ja nicht sein. Dann ist ja für CO2 nichts mehr über. Moment, wir haben 0,04% CO2 in der Luft. Wer das nicht weiß, der kann die Lage nicht beurteilen. Und selbst muss man dazu sagen, diese 0,04% muss man in den Griff bekommen. Völlig klar, ja. Deswegen, mich müssen Sie nicht fragen, warum die das nicht wissen wollen, weil es wahrscheinlich auch in der Schule nicht mehr beigebracht wird, könnte ich mir vorstellen. Ja, Herr Professor Farnhold, vielen Dank. Sie sind ja leider aus der Zeit gefallen, deshalb, weil Sie nämlich von Ihrem Metier Ahnung haben und das auch noch laut sagen und wahrscheinlich auch noch mehr Ahnung als von Ihrem Metier. Also erstmal vielen Dank dafür. Aber man kommt sich ja vor wie bei Galileo Galilei. Ja? Die Erde ist eine Scheibe und das hat sie zu sein. Und der arme Kerl musste ja dann auch widerrufen, hat er ja auch getan. Aber was sollen wir denn jetzt bitteschön tun? Wir hatten vorhin ja einen grünen Fonds, der hier dargestellt wurde. Da wurden ja auch kritische Fragen gestellt. Aber der Zug fährt ja, der hält ja nicht an. Müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass es praktisch erst über Brownouts, Blackouts und totale Zusammenbrüche zu einem Lernerfolg der Politik kommt? Oder gibt es noch irgendwelche anderen Möglichkeiten aus Ihrer Sicht? Ich glaube nicht, dass es zum Blackout kommen wird, weil die Stromversorger natürlich alles tun werden, um das zu verhindern. Das ist eine Katastrophe, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Das kostet Tausende von Menschenleben. Und deswegen, wir reißen ja halb Europa mit. Das ist so, wie wir vernetzt sind. Das heißt, was passieren wird, ist, sie werden vorher Lastabwürfe machen. Dann, wenn sie nicht genügend Stromangebot haben, müssen sie einfach den Verbraucher runterziehen. Das ist sozusagen das Modell Kapstadt, in dem sie so reihum einen Stadtteil nach dem anderen immer abstellen. Und was sie bis jetzt in der Vergangenheit gemacht haben, war ja, wird auch nicht häufig berichtet, sie haben Aluminiumindustrie runtergefahren, wieder raufgefahren, dafür haben die auch Geld bekommen. Das ist jetzt durch die EU-Kommission untersagt worden, dass man, weil das wäre eine Wettbewerbsverzerrung. Ich muss sagen, ich hätte mir als Bundesregierung erwartet, dass man da so auf den Putz haut und sagt, ihr wisst nicht, wovon ihr redet. Ihr erwartet, dass wir uns auf den grünen Pfad begeben, aber gibt uns dann wenigstens, nimmt uns auch noch die Steuerungsmöglichkeiten durch Lastabwurf. Der wird jetzt also unkontrolliert kommen und unbezahlt. Und das ist natürlich kein Geschäftsmodell, wo Sie sozusagen irgendeine Investition aus dem Ausland hierher holen. Wer soll denn eigentlich hier noch Glas machen? Glauben Sie im Ernst, dass irgendeiner noch eine neue Investition in Deutschland, ein Chemieunternehmen, sich nach Deutschland bewegt? Und deswegen, da mache ich mir die größeren Sorgen. Ich glaube schon, dass man am Ende auch in diesem Winter überleben wird, indem man Abwürfe macht, indem man bei der Industrie eindrosselt, weil das natürlich noch schwieriger ist, in einem kalten Winter dann noch die Bude nicht zu heizen, ist ja völlig klar, aber das ist für das Investitionsklima wirklich ganz, ganz schädlich. Und vielleicht muss diese Erfahrung gemacht werden, denn im Augenblick diskutieren wir nur darüber, ob man eigentlich
so wie in Berlin, wenn man sich auf die Straße klebt, wie lange man da sozusagen dann kleben bleibt. Nicht? Das ist ja viel spannender. Aber der Ziel meines Vortrags ist natürlich einerseits, Sie ein bisschen zu sensibilisieren bei Ihren Investitionen, dass Sie, wenn Sie sozusagen Fondsmanager sind, hinterfragen Sie diese schönen Wolkenschiebereien. Da ist die Realität in der Welt sieht anders aus. Ja? Und das Zweite ist, ich spüre schon in den letzten Wochen und Monaten, dass im Mittelstand brodelt es. Das ist, da ist die Kapitaldecke klein und die kriegen das ja auch ganz, die haben nicht ihren Strompreis über 2 Jahre gehedged nach vorne. Die sind abhängig von dem Stadtwerk und haben immer vertraut darauf, dass das schon in Ordnung geht. Und jetzt kriegen die auf einmal einen doppelten, dreifachen, zehnfachen Preis. Ja? Und da brodelt es und es ist leider eben immer noch so, dass bei den Großen ist das ein bisschen unterschiedlich. Wenn sie natürlich auch in China und in den USA produzieren, sagen sie, okay, also hier wird nicht mehr investiert und dann investiere ich irgendwo anders. Und die geben das Bild ab. Ich glaube, wir haben so eine gewisse Lehmschicht zwischen Berlin und der Realität. Da kommt nichts durch. Und deswegen auch mein Appell, überall, wo Sie unterwegs sind, das weiter zu kommunizieren, dass wir wirklich vor einer Katastrophe stehen, die am Ende im Wesentlichen die Facharbeiter, die Ingenieure, die sozusagen das Rückgrat unserer Industrie gebildet haben, ausbaden müssen. Die werden es ausbaden. Und deswegen frage ich mich eigentlich, wo sind unsere Gewerkschaften? Wo ist die IG Metall? Wo ist die IGBCE? Ja, dass eine BASF sagt, okay, ich mache meinen Deal. Ich meine, das geht jetzt so weit, ich will Ihnen das mal sagen. Morgen trifft sich im Kanzleramt Vertreter von DAX-Unternehmen und diskutieren mit dem Kanzleramt, wenn sie 13 Euro Cent Strompreisbremse kriegen, dann müssen sie auf Dividende und Boni verzichten. Das ist die Diskussion. Das ist doch abenteuerlich. Damit machen wir doch die Aktienkultur in Deutschland völlig kaputt. Das wird wirklich, das erwartet. Der Haushaltsausschuss hat verlangt, dass wer die 13 Euro Cent in Anspruch nimmt, darf keine Dividende mehr zahlen. Ja, wir haben als Aurobis gesagt, machen wir nicht. Dann zahlen wir 14. Das ist im Augenblick der Preis, 14. Und deswegen muss man sich mal sehen, wie verrückt die Diskussion mittlerweile geworden ist. Ja. Ich meine, mit dem Boni, das ist, da kann man auch mal sagen, da füttere ich jetzt mal den Neidkomplex in Deutschland. Aber in Wirklichkeit geht es doch darum, die besten Fachkräfte der Welt in Deutschland zu haben, in den Führungsetagen unserer Industrie. Darum geht es doch. Und die werden sich nicht darum nach Deutschland bewegen lassen, weil sie sagen, aber Boni kriegst du in Deutschland natürlich nicht, auch wenn du noch so exzellenteste Arbeit gemacht hast, weil das passt jetzt nicht so politisch in die Landschaft. Weil wir geben ja so viel Geld aus, unser Geld übrigens, ja? Steuerzahlergeld aus, ja? Wenn sie es anders gemacht hätten, den CO2-Preis runtergemacht hätten, dann hätten sie die 200 Milliarden gar nicht verteilen müssen. Aber so kassieren sie erstmal ein, um wieder zu verteilen. Das muss man auch mal sehen. Ne? Da ist ein tolles, und das nährt natürlich diese Staatsaffinität, die wir zunehmend haben. Ja? Unternehmer ist irgendwo noch geduldet vielleicht. Es ist jetzt ein bisschen sehr pessimistisch, aber wenn Sie sich das als ich das gehört habe, dass tatsächlich veritable Vorstandsvorsitzende deutscher DAX-Unternehmen im Kanzleramt sozusagen einvernommen werden sollen, dass sie doch bitteschön auf die Dividende verzichten müssen. Wenn sie mit öffentlichen Mitteln subventionierten Strom bekommen wollen. Das ist doch krank. Bitte? Naja, ich meine, das wird ja so klammerheimlich jetzt gemacht. Sie wissen das ja vielleicht, dass im Jahressteuergesetz jetzt ab 1. Januar die Immobilien ganz anders bewertet werden, nicht? Nämlich nach Marktpreis, nicht mehr nach Ertragswert. Nicht? Das gibt eine Immobilien,
Preisbewertung von, was weiß ich, 30, 50, wie viel Prozent. Und das ist ohne Debatte passiert. Ohne große Debatte, im Jahressteuergesetz, ohne Diskussion. Ja? Bei einer 10%igen Inflation lässt du immer noch sozusagen die Freigrenze bei 400.000 für deine Kinder, aber gleichzeitig hast du die Bewertung verdoppelt. Sehr entmutigend. Aber ich will eigentlich nicht ermutigen, sondern ich sage Ihnen, es werden immer mehr, die sich das nicht mehr gefallen lassen. Die aufstehen und sagen, ich habe eine Initiative gegründet, rettet die Industrie. Können Sie mal googeln, rettet unsere Industrie. Da gibt es einen schönen Aufkleber, der eine oder andere. Ich habe das auf meinem BMW. So. Früher war Atomkraft, nein danke, jetzt ist rettet unsere Industrie. So. Sie haben wollen und den Mut haben, das zu zeigen, dass wir die brauchen, dann können Sie das gerne von mir bekommen. Darf ich mal eine Frage dem anschließen, obwohl Sie hatten jetzt ja gesagt, dass der Herr Scholz sozusagen die DAX-Vorstände ins Kanzleramt einbestellt hat, weil ich wollte nämlich eigentlich sagen... Ob Scholz ist, weiß ich nicht, kann auch der Staatssekretär sein. Gut, aber eigentlich müsste der Herr Scholz ja aus seiner früheren Tätigkeit als Bürgermeister, dann Finanzminister durchaus wissen, ja, wie die Situation ist bei den Unternehmen. Erstens, oder würden Sie sagen, der ist sozusagen im Koalitionsvertrag so gefangen, dass er, wenn er dagegen spricht, dann die Koalition sozusagen sprengen würde? Und das einfach Machtkalkül ist. Da muss ich sogar sagen, eine Ehrenrettung für die Regierung. Die Regierung hat das ja nicht verlangt. Es steht nicht im Gesetz. Aber der Haushaltsausschuss hat es beschlossen. Nein, ich meinte jetzt nicht, dass... Diese Dividenden-Bonus-Geschichte. Nein, das meinte ich jetzt nicht, aber letztendlich, was Sie vorher ausgeführt haben. Und Scholz würde das auch nicht wollen. Der Scholz ist auch nicht blöd. Und er weiß ja, er hat ja im Wahlkampf noch gesagt, wir brauchen 4,5 Euro Cent Industriestrom. Ja, super. Aber das, wie kriegt man das denn hin? Das kriegst du auf zwei Möglichkeiten. Du kannst natürlich mit Steuergeldern den Strompreis runtersubventionieren. Das wissen wir alle, schlechte Lösung. Dann haben wir nämlich VEB, DDR. Ja, die haben auch immer einen regulierten Strompreis gehabt. Da wurde natürlich immer sozusagen aus DDR-Marktmitteln dann das runtergesubventioniert. Das ist kein Incentive. Das ist keine Marktwirtschaft, die sozusagen anspornt, etwas besser zu sein als der Wettbewerber. Um darum geht es doch, ja. Deswegen, das wissen die schon, aber es kommt aus dem Kreise des Bundestages. Aber schauen Sie sich mal die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages an. Und da müssen wir uns alle selber ans Portemonnaie packen. Ich sage das immer, wo ich bin, bei Ingenieuren oder bei anderen, und sage, engagieren Sie sich. Überlassen Sie nicht den Studienabbrechern das politische Feld. Und es ist so. Das ist leider so. Jetzt kommt noch. Also wir sind doch jetzt mittlerweile seit mehreren Jahren oder seit Jahrzehnten, muss man ja schon fast sagen, aus dem Zeitalter raus, dass der Vorstandsvorsitzende in seinem Unternehmen noch irgendwas zu sagen hat. Ich meine, ich empfehle jedem mal, sich mal durchzulesen, was Larry Fink, der Vorstandsvorsitzende von BlackRock, den Vorständen jedes Jahr ins Buch schreibt. Der schreibt ja einmal im Jahr den Letter an die CEOs weltweit und ich habe mir die durchgelesen die letzten Jahre. Also als Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens würde ich mir vorkommen wie ein kleiner Schuljunge. Der hat ein Listenheft zu erfüllen, und zwar ein Pflichtenheft, was über 30, 40 Seiten geht. Und das ist zu berichten an BlackRock, und ansonsten wäre die Kapitalien abgezogen. Mhm. Ist ganz einfach. Ja, aber auch da gibt es ja Gegenbewegungen, wie Sie wissen. Es gibt eine Reihe von amerikanischen Bundesstaaten, die ihre Pensionsfonds jetzt angehalten haben, BlackRock aus ihren Fonds herauszuschmeißen. Also das ist ja, es gibt auch dann immer mal eine Gegenbewegung, und am Ende muss man vom Ergebnis her sehen, nicht? Zahlt sich das aus, nicht? Aber Sie haben völlig recht, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich ein Vorstandsvorsitzender eines börsennotierten Unternehmens bin oder Mittelständler oder sogar noch geschäftsführender Gesellschafter eines Unternehmens. Also ich weiß nicht, ob ein delistetes Volkswagen AG sich auf diese abwegige Spur hätte treiben lassen, die da gefahren worden ist. Zu wissen, dass eigentlich man seinen Wettbewerbsvorteil aus der Hand gibt und gegen chinesische Batteriefahrzeuge hoffnungslos hinten steht.
Und du eigentlich nur eine Chance hast, wenn du sagst, okay, dann gehe ich auch gleich nach China. Was tun sie auch? Das ist schon, und was hätte der zu erwarten, wenn er gegen den Stachel gelöckt hätte? Er hätte gesagt, ich mache das nicht mit. Perspektive nicht groß. Also die Frage der politischen Rahmenbedingungen und des Einflusses auf so einen Vorstandsvorsitzenden, die ist schon richtig, richtig groß. Und der hätte doch einen Shitstorm bekommen, wenn er gesagt hätte, ja, ich halte trotzdem noch am Diesel fest oder so. Und kommt noch hinzu, dass er natürlich auch VW vorher großen Mist gemacht hat. Ne? Und damit sozusagen den Gegnern des Verbrennungsmotors ja eigentlich in die Karten gespielt hat. Nicht? Also insofern muss man sagen, was Winterkorn da gemacht hat, er hat Mitschuld daran, dass man nicht mehr kompatibilitätsfähig war, nicht mehr satisfaktionsfähig war. Aber am Ende haben sie es ja aufgegeben, den Kampf gegen die Europäische Kommission, die ja natürlich am deutschen Auto nicht so ein großes Interesse hatte. Ne?